und komme zum Tagesordnungspunkt. Also, jetzt muss ich in meinen Ablaufplan reingucken. Na. Tagesordnungspunkt 4. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4. Das ist die Große Anfrage der Fraktion der Freien Demokraten. Bildungs- und Betreuungsangebote in Hessen, 2017-85 zu 2005-69. Redezeit ist bei Großen Anfragen 10 Minuten. Wer redet für die Freien Demokraten? Der Kollege Rock. René Rock, ich habe es nicht lesen können. René, Entschuldigung, das war bitte um Verzeihung. René Rock hat das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Das Thema Kinderbetreuung und die Frage, wie ist Hessen bei dem Thema Kinderbetreuung und frühkindliche Bildung aufgestellt, treibt die Freien Demokraten ja schon sehr lange um, auch mich persönlich. Und wir haben immer wieder auf Nachfragen eigentlich versucht zu erfahren, wie ist die tagtägliche Situation. Diese Nachfragen waren meistens nicht ausreichend. Aus unserer Sicht nicht ausreichend. Darum sind wir den Weg gegangen, in einer Großen Anfrage mal einen Blick auf die Situation der frühen Bildung und der Kinderbetreuung in unserem Land zu werfen. Ich denke, das ist für alle hier im Hessischen Landtag, für die Fachsprecher sehr interessant gewesen, sehr erhellend gewesen, sich mal so mit den Zahlen auseinanderzusetzen. Es ist ganz klar, manche Dinge sind nicht überraschend, manche Dinge haben mich schon überrascht, auch in der Intensität, wie wir sie ablesen können in diesen Zahlen. Von daher will ich Sie auch nicht jetzt 10 Minuten lang mit dem Vortrag über Zahlen langweilen, sondern ich werde vielleicht nur 2, 3, 4 Minuten zu dem Thema Zahlen was sagen und dann aber auch noch einmal eine Einschätzung aus meiner Sicht, wie man vielleicht auf das reagieren kann, was wir aus dieser Großen Anfrage herauslesen können. Wenig überraschend ist, denke ich, dass wir festgestellt haben, dass der Bedarf an frühkindlicher Bildung und Betreuung deutlich über dem liegt, was wir in der Lage sind, in Hessen eben zur Verfügung zu stellen. Deutlich über dem liegt, was wir in der Hessen sind, zur Verfügung zu stellen. Wir haben das auch abgefragt in der Großen Anfrage. Besonders eklatant ist es, wie es zu erwarten war, im unter 3-jährigen Bereich, in der sogenannten Krippe, in dem wir eine Quote von 31% Versorgung haben. Und der Bedarf jetzt schon eingeschätzt wird mit 47%, wo wir auch feststellen können, dass der Bedarf sehr unterschiedlich entsprechend nachgefragt wird. Auch bei der Frage, wer es nachfragt, ist sozusagen der größte Hinweis, dass es dort, noch Investitionsbedarf ist, eben deutlich geworden. Bei der Frage des Bereichs des Kindergartens, dem sogenannten U3-Bereich, stellen wir fest, dass wir schon sehr, sehr starke Abdeckung haben, eine Quote von 92%. In der Regel geht jedes Kind auch in den Kindergarten. Aber auch da wird ein Bedarf unterlegt von 97%. Also in dem Bereich Kita ist auch noch zu tun, vor allem bei der Frage, wie man die Betreuungszeiten organisiert. Da ist auch noch einmal ein sehr großer Bedarf. Man darf auch bei der Betrachtung der Quoten, der Versorgungsquoten nicht vergessen, dass sozusagen 4% Kinder absolut dazugekommen sind. Also man hat einen quantitativen Ausbau, der sich aber nicht in der Betreuungsquote direkt ablesen lässt, weil die Gesamtmenge der Kinder auch noch einmal um 4% gestiegen ist. Von daher kann man die Leistung der Kommune gerade im Bereich U3 ganz gut ablesen, was für einen Weg wir dort in den wenigen Jahren jetzt hinter uns gebracht haben, aber wie intensiv dort auch noch gearbeitet werden muss. Die Conclusio daraus ist natürlich, wir brauchen eine deutlich bessere Unterstützung im Ausbau der Kommunen, damit sie noch schneller diese Bedarfe abdecken können. Ich glaube, das wird in diesen Zahlen noch einmal deutlich. Die Familien in unserem Land brauchen eine stärkere Ausweitung der Kinderbetreuung. Ganz spannend fand ich auch die Frage der Betreuung über 45 Stunden in der Woche. Also 9 Stunden plus. Also die Frage, wie lange Kinder in der Betreuung sind. Auch hier ist es sehr spannend gewesen zu sehen, dass die Nachfrage relativ hoch ist. Über 17% der Kinder 45 plus Betreuungszeiten.
Auch da ist jetzt zwingend notwendig gewesen, auch dort bei der Finanzierung nachzulegen. Aber was ich besonders spannend fand, und dann sieht man auch, dass es eigentlich auch um die Angebote geht, die dort vorgehalten werden, dass wir in einer Stadt wie Frankfurt das Angebot bei 30% haben und die Nachfrage, in Offenbach bei 1%. Das liegt sicherlich eher daran, wie dort die Angebote gestrickt sind und wie dort die Angebote für die Eltern vorgehalten werden. Das liegt sicherlich nicht daran, dass in Offenbach das niemand nachfragen wird. Und von daher ist das natürlich auch klar, dass wir hier eine gewisse Nachsteuerung brauchen und dass auch die Frage der Länge der Betreuungszeiten auch eine enorme Rolle spielt. Auch das ist klar geworden. Es ist nicht nur die Quantität der Anzahl der Plätze, die wir brauchen, auch die Qualität der Plätze in Bezug auf, wie lange wird Betreuungszeit vorgehalten. Auch da kann ich mir vorstellen, wenn Frankfurt da schon bei 30% ist, dass, wenn dann ein stärkeres Angebot hätte, das auch deutlich stärker nachgefragt würde. Für die Debatte, die wir sicherlich in diesem Jahr noch einmal führen werden, weil die Frage, wie wir mit der Qualifikation des Fachpersonals in den Kindertageseinrichtungen umgehen, ist ja jetzt hier von der Koalition, sage ich mal, relativ unwürdig ohne Anhörung durchgepeitscht worden. Und darum war natürlich für mich ein besonderer Fokus auf, wie hoch ist denn die Erzieherquote eigentlich in der Betreuung jetzt oder vor einem Dreivierteljahr? Und da muss ich schon sagen, da war ich ein Stück weit überrascht. Da war ich, muss ich auch sagen, da bin ich ein Stück weit, ich will nicht sagen schockiert, aber das hätte ich nicht erwartet. Also, dass wir mittlerweile mit 66% Erzieher im Betreuungspersonal nur noch 2/3 des Fachpersonals in der Kita sozusagen Erzieher sind, über ganz Hessen gesehen, dann gibt es noch einmal einen Riesenunterschied zwischen den kommunalen Trägern und den freien Trägern. Wir sind, ich muss noch einmal genau gucken, wir sind bei den Kommunen immerhin bei 3/4 Erzieher, also 76,5% bei den kommunalen Trägern. Und bei den freien Trägern sind wir nur noch bei 59,5%. Das ist also, denke ich, schon eine Situation, an der man einen gewissen Augenmerk drauf richten muss. Und insbesondere ist herausgehoben ja die Stadt Frankfurt. Das ist ja die größte Kommune in Hessen und ich würde sagen eine der reichsten Kommunen in Hessen. Dort sind es nur noch 48% des pädagogischen Personals, die wirkliche Erzieher sind. Also da sind wir schon unter 50% abgesunken. Und dann kann ich nur noch einmal meine Einschätzung im Hinblick auf die Frage, wie gehe ich mit Fachpersonal um, wie kann ich aus einer Kindertagesstätte tatsächlich eine Einrichtung der frühen Bildung machen, wie kann ich Kinder optimal fördern. In der Stadt Frankfurt habe ich selbst in Augenschein nehmen können, einen enormen Bedarf, auch an Integrationsleistungen, die dort in den Kindertagesstätten geleistet werden muss, ein besonders hoher Personalbedarf für qualifizierte Erzieher, nämlich dort ist die Integrationsleistung insbesondere im Fokus. Darum finde ich dort schon mit unter 50% das sehr bedenklich. Da muss man auch noch einmal, glaube ich, ganz genau hinschauen. Und das werden wir auch an unsere Kollegen in Frankfurt noch einmal weitergeben, dass sie da auch noch einmal nachbohren, was denn dort passiert. Weil in der Regel sind wir ja in Frankfurt nicht so schlecht aufgestellt, was die Themen Soziales angeht. Bildung ist ein anderes Thema, aber Geld ist da auch vorhanden. Darum muss man da noch einmal genau hingucken. Ich bin natürlich, kann Ihnen nicht ersparen an der Stelle, wenn ich jetzt schon bei einer Quote von 66,9% Erzieher in der Kita bin und jetzt einen Gesetzentwurf mache, in dem ich sage, 15% fachfremdes Personal ist jetzt zulässig. Also wenn ich jetzt von den 66% 15 abziehe, dann bin ich relativ schnell bei den 50%, die wir heute schon nur in Frankfurt haben. Und wenn ich dann noch sage, wenn ich in Frankfurt noch einmal 15% abziehe, und da sind es nur 48%, also das ist ein tiefer Einschnitt und könnte, oder aus meiner Einschätzung, ist es der Weg hin zur Entprofessionalisierung der Kinderbetreuung. Und von daher ist es natürlich für die Koalition ein bisschen unglücklich, dass die Große Anfrage gerade jetzt zur Verfügung steht, weil sie unfassbar viele Argumente gibt, warum das der falsche Weg ist. Aber ich möchte an der Stelle auch noch einmal auf das Thema Sozialassistenz eingehen. Heute ist es ja so, dass die meisten Landkreise die Sozialassistenz beim Fachpersonal mit 50% anrechnen.
Ja, die sagen, okay, so sind ja diese Zahlen überhaupt nur möglich, dass wir so viele Betreuungsplätze haben und relativ überschaubare Anzahl von Erziehern, die noch in den Tagesstätten arbeiten. Es gibt eine Anrechnungsquote für Sozialassistenz. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, dass jedes Jahr 1.500 Sozialassistentinnen fertig werden und die dann als Vollkraft zur Mitarbeit eingesteuert werden, oder wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir vielleicht 7.000 Sozialassistentinnen jetzt schon bei den 50.000 dabei haben und die jetzt nicht mehr als halb angerechnet werden, sondern voll angerechnet werden, was das bedeutet für die Kita an der Frage, wie viele Leute da überhaupt noch arbeiten, dass ich künftig eine Kita betreiben kann, und das findet ja in Frankfurt schon statt, in der nur die Hälfte pädagogisches Fachpersonal in Form von Erzieher sind. Ich habe 8 theoretische Erzieherinnen in der Kita, davon sind aber nur noch 4 ausgebildete Erzieherinnen. Und wenn dann noch eine krank ist, also das ist eine Situation, das sehr deutlich gegen Ihren Änderungsantrag zum Gesetzentwurf noch einmal spricht. Und von daher kann ich nur sagen, wir werden das Thema definitiv noch einmal hier im Hessischen Landtag aufrufen und werden dem auch noch einmal nachgehen. Also gerade bei der Ihre Redezeit ist abgelaufen, Herr Kollege. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich will noch einmal auf eine Zahl hinweisen. 140 Millionen Euro würde es kosten, die Erzieher- und Erzieherausbildung zu vergüten, angemessen zu vergüten. Das ist eine Zahl, da kann man wirklich jetzt sagen, das ist uns wert, ob Erzieher ordentlich bezahlt werden in der Ausbildung oder nicht. Da haben wir auch eine handfeste Hausnummer jetzt, mit der wir auch arbeiten können. Vielen Dank an die Landesregierung für die ausführliche Beantwortung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Frau Ravensburg für die Union ist als Nächstes berechtigt zu reden, wenn das Desinfizieren beendet ist. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Große Anfrage der FDP die nehme ich gern zum Anlass, um darüber zu sprechen, welche großen Anstrengungen in Hessen in den letzten Jahren gemacht worden sind, um die Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten, der Tagespflege und auch in den Grundschulen auszubauen. Es sind große Schritte, die Bund, Land und Kommunen gemeinsam mit den Trägern gemacht haben, denn Hessen hat sich inzwischen gewandelt. Längst gehört der Halbtagskindergarten zur Ausnahme. Die Ganztagsbetreuung mit weiter wachsenden Zahlen gehört zum Alltag, ebenso in der Grundschule. Auch dort ist der Wandel von der Halbtagsgrundschule in ganztägig arbeitende Bildungseinrichtungen ungebrochen. 872 von ca. 1.100 Grundschulen, also 80%, arbeiten bereits im Profil 1, 2 oder auch in gebundener Form in Profil 3 oder auch im Pakt für den Nachmittag. Kinderhorte und weitere kommunale Betreuungsangebote kommen hinzu. Der Pakt für den Nachmittag ist inzwischen längst zu einem Erfolgsmodell in Hessen geworden, bei dem inzwischen 26 Schulträger beteiligt sind. Und sie verbinden Bildungsangebote hier mit Betreuung in einem abwechslungsreichen Angebot von Bereichen wie Sport, Musik, Kultur und weitere Themen bis hin zu Förderangeboten für schwächere Schüler oder auch Hausaufgabenbetreuung. Eltern erwarten hier von den Kreisen, die sich noch nicht beteiligen, eine Antwort. Deshalb hoffen wir, dass sich auch die wenigen fehlenden Schulträger noch entschließen. Und so wie ich gehört habe, finden dort bereits Gespräche ab. Denn der Rechtsanspruch für die Grundschulkinderbetreuung kommt in 2025. Meine Damen und Herren, natürlich gehört auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf unbedingt mit in die Diskussion. Das haben wir in der Corona-Krise nun eindrücklich vor Augen geführt bekommen. Ein nicht zu vergessender Baustein ist hier auch die Tagespflege. Sie wird nicht nur von den Jüngsten immer häufiger in den Anspruch genommen, sondern sie ist auch eine wichtige Ergänzung zur Kita in Randzeiten, denn Schichtarbeit orientiert sich nun einmal nicht an den Öffnungszeiten unserer Kindertagesstätten. Und so war es richtig, dass wir auch im Gute-Kita-Gesetz die Pauschalen für die Tagespflege angehoben haben. Am Montag, meine Damen und Herren, beginnt dann der Regelbetrieb nach den Grundschulen auch in den Kitas. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bedanken, denn ich finde, das kann man gar nicht oft genug machen. Bei allen Erzieherinnen und Erziehern und allen Kräften in den Grundschulen, denn mit außerordentlich viel Zeit, mit Fantasie und Improvisationskunst,
Mit Einarbeitung in neue Techniken haben Sie alle Neuland betreten, um in der Schließungszeit den Kontakt zu Ihren Kindern nicht zu verlieren. Danke dafür. Jetzt kommen die Ferien. In vielen Kommunen werden die Kita-Ferien auf ein Mindestmaß reduziert. Schulen im Pakt für den Nachmittag bieten ein Ferienangebot an. Und auch die Jugendämter sind unterwegs und erweitern ihre Ferienspiele. Das ist gut und wichtig so. Doch da ist eben auch noch die Sorge um die Schüler, zu denen wenig Kontakt bestand. Die Frage ist, wo stehen sie? Können sie in der Corona-Zeit alle mitgenommen werden? Insofern begrüßen wir außerordentlich die Initiative des hessischen Kultusministers. Wir sagen Dank an alle Schulen, die sich beteiligen wollen, dass innerhalb kürzester Frist mit der Ferienakademie ein Förderangebot für unsere Schülerinnen und Schüler aus dem Boden gestampft werden konnte, damit die Schüler besonders in den Hauptfächern ihre Kenntnisse auffrischen und vertiefen können. Zwei Wochen vor dem Sommerferienende werden sie beginnen, und damit sind die Schüler gut vorbereitet für das nächste Schuljahr. Innerhalb weniger Tage haben sich bereits über 10.000 Schülerinnen und Schüler angemeldet, und tagtäglich kommen mehrere dazu. Über 2.000 Freiwillige stehen als Ferienkampfkräfte bereit. Das hat der Kultusminister in der letzten Woche schon berichtet. Und die Bewerbungsfrist für die Schulen läuft noch bis zum 10.7. Gerne möchte ich aber auch noch auf einige weitere Themen aus der Großen Anfrage eingehen. Allerdings, Herr Rock, bei manchen Fragen der FDP habe ich mich gefragt, ob der Aufwand gerechtfertigt war. Denn eine so umfangreiche Abfrage bis ins Detail war schon eine, ich will nicht sagen Zumutung, aber in jedem Falle eine ziemliche Arbeitsbelastung für die gewiss nicht arbeitslosen Verwaltungen. An dieser Stelle weise ich auch auf die Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes hin. Und so haben nicht nur alle, sondern erwartungsgemäß eben nur eine begrenzte Anzahl an Kommunen und Landkreisen geantwortet. Und das erschwert natürlich daraus, neue Erkenntnisse zu gewinnen über das hinaus, was wir eigentlich sowieso schon wissen. Viele Erkenntnisse gebracht hat in jedem Fall die aktuelle Kompass-Studie des Bundesfamilienministeriums. Ich hatte sie letzte Woche schon einmal erwähnt. Sie hat gezeigt, dass die westlichen Bundesländer Erfolge ausweisen können in ihren Anstrengungen zum Ausbau der Kinderbetreuung. So ist der Unterschied zu den Betreuungsquoten zu den neuen Bundesländern erheblich kleiner geworden. Hessen steht bei den Betreuungsquoten der westlichen Flächenländer im sehr guten Mittelfeld. Und man darf dabei nicht vergessen, dass in Hessen weiter das Bevölkerungswachstum anhält und damit auch die Kinderzahlen. Das heißt, die Kinder, die zu betreuen sind, steigen weiter. Und da ist es schon ein Erfolg, wenn die Betreuungsquoten trotzdem weiter ansteigen. Schon letzte Woche haben wir über die Herkulesaufgabe gesprochen, die erforderlichen Betreuungsplätze zu schaffen, die wir brauchen in Hessen. Das Land Hessen steuert zusätzlich 142 Millionen € für die Investitionen in den Kita-Bau zu. Aber auch die in Aussicht gestellte Milliarde, die vom Bund kommen soll, und damit ungefähr 77 Millionen €, wenn man vom Königsteiner Schlüssel ausgeht, für Hessen, die sind bei unseren Kommunen herzlich willkommen. Gerne hätten sie auch noch mehr. Doch jede neue Gruppe, und das, Herr Rock, haben Sie eben auch erwähnt, benötigt zusätzliches Personal. Eine Bedarfsplanung des Sozialministeriums für die Kindertagesstätten war deshalb ganz sicher auch richtig. Und ich bin gespannt darauf, welche Ergebnisse dort veröffentlicht werden kommen. Sie sollen noch in diesem Sommer kommen. Die Frage ist allerdings auch, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Denn der Arbeitsmarkt für die Kinderbetreuungskräfte, für die Erzieherinnen und Erzieher, ist in den letzten Jahren sehr in Bewegung geraten. Einerseits, und das müsste man vielleicht auch berücksichtigen, kommen auch Fachleute, z.B. Absolventen verschiedener Studiengänge der Universitäten hinzu. Wir haben die Heilerziehungspfleger mit dazugenommen. Aber
Es besteht auch ein Bedarf nach Erzieherinnen und Erzieher, gerade im Bereich der Grundschulen. Der Trend deshalb zu multiprofessionellen Teams in den Kitas, aber auch in den Schulen, der ist ungebrochen und der ist auch nicht aufhaltbar aus unserer Sicht. Und deshalb ist es auch klar, dass immer mehr Erzieher in den Schulen, in der Betreuung und auch in den Ganztagsangeboten arbeiten. Und der Rechtsanspruch der Grundschulbetreuung, der wird diese Tendenz noch verstärken. Deshalb halte ich fest, die Maßnahmen der Landesregierung sind richtig und wichtig. Die Imagekampagne für den interessanten Beruf der Erzieherinnen und Erzieher, sie soll im Herbst kommen. Der Ausbau der Plätze an den Fachschulen muss weitergehen. Die Förderung der praxisintegrierten Ausbildung wird weitere Gruppen, Interessentengruppen für den Beruf begeistern. Und wir gehen da ja jetzt schon einmal einen großen Schritt voran. Die Gewinnung von Nachwuchs aus den Hochschulen und die Erweiterung des Fachkräftepotenzials sind weitere Punkte, die sein müssen. Aber wir sollten auch zunehmend die hohe Teilzeitquote bei den Kräften in den Kindertagesstätten in den Blick nehmen. Abschließend möchte ich noch auf den Rechtsanspruch für die Grundschulen hinweisen. An den Investitionen beteiligt sich der Bund. Es stehen 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung in Deutschland. Doch was ist mit den Betriebskosten? Land und Kommunen, aber auch die Eltern bezahlen bereits erhebliche Mittel für die Betreuung am Nachmittag. Doch auch da finde ich, dass der Bund gefragt ist, Verantwortung zu übernehmen. Denn eines steht fest: Eltern erwarten von uns allen Antworten. Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, ist auch in der Grundschulzeit der Kinder eine der wichtigsten Herausforderungen der Familienpolitik. Deshalb müssen Wege gefunden werden. Hessen ist bereit dazu. Wir sind bereit dazu. Danke. Vielen herzlichen Dank, Frau Ravensburg. Das war wirklich eine Punkt-Punkt-Punkt-Landung. 0 Sekunden haben Sie überzogen. Aber auch 0 dagelassen. Als nächstes Frau Anders. Ich warte nur noch ein bisschen, bis das Pult sauber und auch ein bisschen trockener ist. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es wäre ganz gut gewesen, wenn der eine oder andere hier im Saal schon einmal diese Große Anfrage gelesen hätte, bevor wir letzte Woche und die letzten Monate über das HKJGB gesprochen haben. Weil man könnte auf die Idee kommen, dass es tatsächlich Absicht war, dass wir diesen Gesetzentwurf so gestrickt haben, wie wir ihn gestrickt haben. Die Anfrage zeigt, dass die Änderungen im HKJGB mit einer breiten Qualitätsoffensive und auch einer Fachkräfteoffensive die richtigen Antworten sind. Und gerade die Antworten der Kommunen und der Kreise zeigen ja, dass das die größte Baustelle ist, die im Moment alle landauf, landab auch haben. So wird z.B. deutlich, und da muss ich Herrn Rock einfach widersprechen, gerade wenn ich diese Zahlen hier sehe. Also es wird deutlich, dass wir in Hessen flächendeckend sehr gut ausgebildetes Personal in den Kitas haben. Über 15.000 Erzieherinnen sind tätig, und ich möchte mich auch hier gerne für ihr großes Engagement und ihre wichtige Arbeit in der frühkindlichen Bildung bedanken. Und wenn ich diese Tabelle hier sehe aus der Großen Anfrage, Herr Präsident, dann sind das andere Zahlen als die, die Herr Rock gerade gesagt hat. Er hat gesagt, dass knapp 50% Erzieherinnen nur noch in den Kitas tätig sind. Und das sagen diese Zahlen nicht. Erstens ist hier schön detailliert aufgeführt, dass wir viele Diplom-Sozialpädagogen, Bachelor-Kindheitspädagogen haben, Master in Kindheitspädagogen haben, Diplom-Heilpädagogen, Diplom-Sozialarbeiter und auch Erziehungswissenschaftler. Und bei den öffentlichen Trägern macht das gemeinsam mit den Erzieherinnen 82% aus. 82% Erzieherinnen und studierte Kindheitspädagogen oder Sozialarbeiterinnen. Und wenn ich die 8% Auszubildenden noch dazu rechne, sind wir bei 90%. Ich weiß nicht, wie man dann immer wieder behaupten kann, in den Kitas gäbe es kein Personal mehr und es seien nur noch 50%. Das gibt diese Tabelle hier definitiv nicht her.
Das viel größere Problem ist, dass die meisten Erzieherinnen in den Kitas in Teilzeit arbeiten und bei steigender Kinderzahl, bei ausgeweiteten Betreuungszeiten in der Kita und im Grundschulbereich braucht es noch mehr Köpfe. Und in vielen Antworten der Kreise wird ja ersichtlich, dass der Ausbau an Plätzen stockt, weil das Personal nicht zu finden ist. Explizit sind einige Stellungnahmen so, dass gesagt wird, die bereits neu gebauten Gruppen bleiben leider ohne Kinder, weil das Personal fehlt. Und obwohl die jährlichen Ausbildungsabsolventinnen innerhalb von 10 Jahren verdoppelt wurden, kann der Bedarf nicht gedeckt werden. Ebenso haben sich auch die Studienanfängerinnenzahlen erhöht. Auch das ist ja durchaus politisch gewollt. Und damit wird auch deutlich, dass ganz, ganz viele Erzieherinnen vor allem ihre Ausbildung dafür nutzen, um dann möglichst schnell zu studieren. Und sie kommen erst gar nicht in die Kita, um dort langfristig zu arbeiten. Das ist eine Durchlässigkeit des Bildungssystems, die wir wollen, die auch politisch gewollt ist. Man muss sich nur darauf einstellen, dass es eben Konsequenzen hat. Und wie Herr Rock ja richtig erkannt hat, die Anfrage macht deutlich, es fehlen Betreuungsplätze mit Betreuungszeiten über 45 Stunden. Und ich möchte erwähnen, dass wir genau das letzte Woche in dem HKJGB beschlossen haben, eine Pauschale für längere Öffnungszeiten, damit die Kommunen gut ausgestattet sind, um genau diese Betreuungsangebote den Eltern und den Familien auch zur Verfügung stellen zu können. Und wenn man diese Anfrage richtig liest und vor allem die Stellungnahmen der Kreise, dann wird deutlich, dass auch dort schon in dieser Anfrage von vor einem Dreivierteljahr immer wieder gesagt wird, wir brauchen eine moderate Öffnung des Fachkraftkatalogs. Und es reicht eben bei 15%. Es ist eben nicht 50%, wie das hier permanent falsch wiederholt wird. Es sind 15%. Und man kann auch hier in der Tabelle sehen, im Moment arbeiten als Sozialassistenten 1,1% in den Kitas. Das ist also bei weitem nicht 50%, 1,1%. Und ich glaube, wenn wir sagen, 15% des Personals, wir sehen, dass 82% sehr, sehr gut ausgebildet sind, dass die flächendeckend in Hessen auch verfügbar sind. Wenn wir also 15% öffnen, damit die fehlenden Gruppen jetzt geöffnet werden können, dann ist das verantwortungsbewusst, moderat und vernünftig. Das machen wir nicht alleine und irgendwie aus dem Nichts, sondern wir verdreifachen die Plätze für die praxisvergütete Ausbildung. Das ist genau der Paradigmenwechsel, der jetzt stattfindet und der auch, glaube ich, noch weiter ausgebaut werden kann. Das ist eine Ausbildungsform, die sich hoher Beliebtheit erfreut und die wir weiterhin in Hessen, obwohl der Bund aus der Finanzierung aussteigt, fortführen möchten. Und was wir ja auch machen, dass wir die Anleiterinnen für 2 Stunden wöchentlich freistellen, um eben genau dieses Personal auch gut auszubilden. Das ist der richtige Weg, und den müssen wir weitergehen. Und dazu kommt natürlich, das zeigt ja auch die Anfrage, die Werbekampagne, die Imagekampagne, die Möglichkeiten aufzeigen, was dieser Beruf alles mit sich bringt und welche Möglichkeiten es auch der Fort- und Weiterbildung gibt. Die soll ja im Herbst starten. Das ist genau das Richtige, und das ist auch das, was die Trägerinnen und die Kommunen selbst in der Beantwortung dieser Anfrage sehr deutlich machen. Und es zeigt auch, dass die Investitionen in Qualität, also ein erhöhter Fachkraftschlüssel, genau die richtige Maßnahme war, die wir letzte Woche beschlossen haben. Denn viele Kommunen haben bereits einen erhöhten Fachkraftschlüssel und zahlen den gerade aus eigener Tasche. Deswegen ist es genau richtig, dass wir die Pauschalen erhöhen und damit eine Finanzierung sicherstellen. Und die, die eben noch nicht diesen Fachkraftschlüssel gewährleisten können, die werden jetzt von uns dazu gezwungen. Wir glauben, das ist richtig, weil wir eben in ganz Hessen eine gute Betreuung unserer Kinder wollen, individuelle Zeit mit dem Kind und ordentliche Begleitung von Eltern und Familien.
Und unmissverständlich zeigen auch die Antworten, dass es natürlich weiterhin viel zu tun gibt. Gerade in den Städten stockt der Ausbau. Ich glaube, da muss man sehr genau hingucken, weil es nämlich gerade im ländlichen Raum viel einfacher ist, Raum zu finden und anscheinend auch Erzieherinnen zu finden, die dann dort arbeiten. Das hat sicherlich auch etwas mit der Bezahlung von Erzieherinnen zu tun, weil es sicherlich schwieriger ist, in Frankfurt eine Wohnung zu finden mit einem Erzieherinnengehalt als an anderen Stellen in Hessen. Die Tagespflege wächst. Sie wächst besonders in Frankfurt, also in den großen Metropolen. Deswegen glauben wir, ist das Investitionsprogramm auch von 142 Millionen € richtig und wichtig, um die Kommunen eben weiterhin zu unterstützen. Frau Ravensburg hat es schon angesprochen. Das ist mein letzter Punkt auch für heute. Der Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung, der wird die nächste große Herausforderung sein. Nicht nur, dass wir viel, viel mehr Personal brauchen werden, dass wir Personal weiterqualifizieren müssen und dass wir ja auch wohl gezwungen werden, auch da dann einen Fachkraftschlüssel anzuwenden, damit eben eine optimale Förderung auch im Ganztagsbereich der Grundschulen passieren kann. Hier ist der Pakt für den Nachmittag der richtige Einstieg. Ich bin mir sehr sicher, viele andere Bundesländer, die noch nicht so weit sind, werden genau dieses Modell fahren, die Nachmittagsbetreuung in Kooperation mit den Stadtteilen, im Stadtteil mit den Vereinen weiter fortzuführen. Ich bin froh, dass wir in Hessen schon gut aufgestellt sind. Die Konzepte und die Grundlagen gibt es. Und wenn Schulen wollen, können sie. Bald werden sie dazu gezwungen werden. Wir sind da gut darauf vorbereitet und wollen das auch gerne weiterführen. Vielen Dank, Frau Kollegin Anders. Als nächstes hat Herr Schulz für die Fraktion der AfD das Wort. Verehrtes Präsidium, meine Damen und Herren! Die Betreuung und Erziehung von Kindern ist zuallererst Recht und Pflicht der Eltern. Und das Elternhaus ist ebenfalls maßgeblicher Lern- und Bildungsort. Das gilt besonders, wenn es um den frühkindlichen Bereich geht. Die fragestellende Fraktion benennt die Zahlen des Institutes der deutschen Wirtschaft, denen zufolge 29.000 Krippenplätze und 10.000 Ganztagsplätze im Kindergartenbereich fehlen sollen. Im Bereich der Grundschulkinder sollen flexible und bedarfsgerechte Bildungs- und Betreuungsangebote fehlen. In ihrer Antwort verweist die Landesregierung auf die originäre Zuständigkeit der hessischen Kommunen für die ersten beiden Bereiche. Wir wollen an dieser Stelle nicht vergessen, dass in den meisten Kommunen Finanzierungslücken entstanden sind. Das passiert vor allem durch den auf den ersten Blick sehr großzügigen Beitragsbefreiung für 6 Stunden im Bereich der Betreuung von 3- bis 6-Jährigen sowie durch die gestiegenen Anforderungen in den von der Landesregierung so eifrig beackerten Bereichen Inklusion und Integration. Die daraus entstehende Anforderung an das Fachpersonal allgemein vergessen Sie gerne. Und dann kommt natürlich noch die Notwendigkeit hinzu, baurechtlichen Vorgaben zu entsprechen, die sich in den letzten Jahren wie die Karnickel vermehrt haben. Aber das nur am Rande. Über die Qualität der Betreuung haben wir in letzter Zeit viel debattiert. Die AfD begrüßt hier prinzipiell jede Investition in unsere Kinder und die dortigen Beschäftigten. Die Antwort der Landesregierung zeigt allerdings auf, dass die Kommunen vor immer neuen Probleme gestellt wurden, vor allem im Ausbau der O3-Betreuung und Anhebung der Regelbetreuung von 5 auf 6 Stunden und teilweise Gebührenfreiheit. Es zeigt sich in den Antworten der Drucksache, dass die zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze in den Landkreisen erfasst werden können. Zugleich sieht man aber deutlich, dass durch Integration und Inklusion Gruppenreduzierung nötig werden und damit die Erfassung der tatsächlichen Plätze immer schwieriger wird. Außerdem berücksichtigt die veraltete Grundlage der Bedarfsplanung von 2011,
die Veränderung durch die Migrationskrise und die verstetigte Migration mit gestiegenem Bedarf im Integrationsbereich nicht einmal ansatzweise. Wenn dann eine Landesregierung einen gesetzlichen Anspruch auf Betreuung ab dem ersten Lebensjahr schafft, dann müsste hier eigentlich ein Bedarf von 100% abgedeckt werden. Wenn man die Drucksache 20/1785 durcharbeitet, dann stellt man fest, dass die Betreuungszeiten immer weiter ausgeweitet werden. Zugleich gibt es eine deutliche Entwicklung in Richtung eines Rechtsanspruchs auf ganztägige Betreuung während der Grundschulzeit. Diese Entwicklung wird geradezu forciert. Meine Damen und Herren, hier wird Bedarf durch Angebot geschaffen, wenn gleichzeitig immer mehr Eltern arbeiten müssen, damit die Familie finanziell versorgt ist. Das ist nicht familienfreundlich und wird ganz sicher nicht dazu beitragen, unser demografisches Problem zu lösen. Und noch etwas wird deutlich. Die Verbesserungen durch das 6. Gesetz der Änderung des HKJGB sind in Wirklichkeit nichts anderes als der klägliche Versuch, unsere erheblichen Fachkraftprobleme und Defizite in der Kinderbetreuung halbwegs auszugleichen. Das wird aber nicht funktionieren. Überall besteht Ausbaubedarf, überall besteht Personalmangel, wobei letzteres gravierende Auswirkungen z.B. durch reduzierte Angebote, aber auch durch Überbelastung der Beschäftigten hat. Durch Personalmangel, Inklusion und Integration entsteht eine Diskrepanz zwischen Versorgungs- und tatsächlicher Betreuungsquote, die teilweise unter 90% liegt. Die Personalproblematik wiederum wird durch eine bevorstehende Berentungswelle und den steigenden Bedarf bei steigenden Betreuungsangeboten weiter verstärkt. Weder Ausbildungsinitiativen noch die Zulassung von ausländischen Berufsabschlüssen werden den eingangs genannten Fehlbedarf abdecken können. Bei ausländischem Fachpersonal sollte gerade bei dem Bereich U3 sehr genau auf die sprachliche Kompetenz geachtet werden. Eine sicherlich wünschenswerte Ausbildungsvergütung für Erzieher würde das Gesamtpaket der Kinderbetreuung um hohe Millionenbeträge verteuern. Die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte benennt ein weiteres Problem. Im Schnitt bleiben Fachkräfte 10,3 Jahre in ihrem Beruf. Hier muss dringend nachgebessert werden, meine Damen und Herren. In welchem Beruf haben wir noch so eine schlechte durchschnittliche Tätigkeitsdauer? Der Fachkraft-Kind-Schlüssel ist und bleibt der Garant für qualitativ hochwertige Betreuung, ganz besonders im sensiblen U3-Bereich. In der Anlage zur Antwort auf Frage 2 kann man z.B. bei den Ausführungen der Stadt Kassel nachlesen, welchen Planungsaufwand die Kommunen betreiben müssen, um die Betreuung zu organisieren. Man liest dort auch, dass nicht alle Wünsche der Eltern realisierbar seien und knappe Ressourcen aufgeteilt werden müssten. Wenn dem so ist, dann muss man neue Kriterien einführen. Dann müssen die Eltern und Kinder bevorzugt behandelt werden, bei denen eine echte Notwendigkeit für Kinderbetreuung besteht. Hier sind sicherlich noch viele Fragen zu klären, z.B. nach Ferienregionen mit vielen Beschäftigten in der Gastronomie usw. so oder nach der steigenden Anzahl von Alleinerziehenden. Eine weitere Anmerkung zur Betreuungsqualität ergibt sich exemplarisch aus Tabelle 5. Hier zeigt sich, dass die Betreuung U3 in den Kindertageseinrichtungen steigt und die Tagesmütterplätze zurückgehen. Fassen wir einmal zusammen, was Sie eigentlich vorschlagen. Das ist, wenn das Angebot nicht hinreicht, dann senken wir einfach die Qualität, damit es wieder reicht. Das, meine Damen und Herren, ist aber der falsche Weg. Aus Sicht der Entwicklung des Kindes ist die Betreuung in Kleinstgruppen und mit hoher Betreuungskontinuität die bessere Variante. Hier muss dringend eine Kurskorrektur her. Die Betreuung von Kindern im Grundschulalter sollte bedarfsgerecht erfolgen. Hier ist in besonderem Maße auf die Qualifizierung des Personals ohne pädagogischen Abschluss zu drängen. Ihr sogenannter Pakt für den Nachmittag will laut Eigenaussage zur Vereinbarung von Beruf und Familie für die Eltern beitragen. Da stellt sich uns als AfD doch die Frage, wie kann noch von Familie die Rede sein, wenn schon sechsjährige Kinder jeden Tag von 7.30 Uhr bis 17 Uhr in der Schule betreut werden?
Was ist das für ein Familienleben, wenn die Eltern hundemüde nach einem 8-Stunden-Tag nach Hause kommen und ihre Kinder die ganze Zeit über nicht gesehen haben? Wie soll dann die elterliche Erziehung gelingen? Meine Damen und Herren, wir dürfen eins niemals aus den Augen verlieren. Bei der Sozial- und Familienpolitik. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo die familiäre Bindung in Westeuropa so schwach sind wie niemals zuvor. Nirgends sonst auf der Welt ist die Geburtenrate so gering. Nirgends sonst wird Ehrfurcht vor den Eltern so schwach. Wenn wir eine verantwortungsvolle Politik betreiben wollen, gilt es vor allem, an dieser Stelle anzusetzen. Dazu ist es nötig, junge Familien zu fördern, aber nicht, indem man ihnen möglichst kostengünstige Möglichkeiten gibt, ihre Kinder in die Kita oder die Nachmittagsbetreuung abzuschieben. Jetzt werden Sie sagen, es zwingt die Familie doch niemand dazu, unsere Angebote wahrzunehmen. Alles ist doch freiwillig und so weiter. Aber wenn Sie die Angebote immer weiter ausbauen und gebührenfrei gestalten und zugleich die Kaufkraft der Bürger immer weiter abnimmt und die Sparer enteignet werden, dann zwingen Sie junge Familien mittelbar eben doch dazu. Wir müssen vor allem, Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein. Wir müssen vor allem dafür sorgen, dass sich Arbeit wieder lohnt und nicht beide Elternteile Vollzeit arbeiten müssen, um sich über Wasser zu halten. Die AfD sagt ganz klar, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft, und das sollte auch so bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schulz. Als nächstes Frau Kollegin Böhm für die Fraktion der Linke. Lassen Sie sich ein bisschen Zeit mit dem Weg. Das Pult ist angerichtet. Danke schön. Ich habe das Gefühl, dass ich, glaube ich, Frau Kollegin Böhm das Wort erteilt habe. Ich danke Ihnen, Herr Präsident, dafür. Sehr geehrte Damen und Herren, der Zugang zu frühkindlicher Bildung ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Kinder gleiche Möglichkeiten in dieser Gesellschaft bekommen. Und das ist gerade in diesem Land ganz besonders wichtig. Herzlichen Dank. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung weist darauf hin, dass die soziale Mobilität in Deutschland im internationalen Vergleich sehr gering ist. Und sie benennt auch klar, warum in Deutschland die meisten Kinder aus finanziell schwieriger Ausgangslage später nicht den Sprung zu denjenigen mit mehr Einkommen schaffen. Es gibt zu wenig Kitaplätze, zu wenig Ganztagsschulen und die viel zu frühe Trennung der Bildungslaufbahnen der Kinder bereits ab der 4. Klasse. Das sagt die OECD. Ich schließe mich dem an. Aber es ist doch schon fast selbstverständlich, dass der Akademikersohn, nennen wir ihn mal Tristan, aufs Gymnasium geht, während die genau, danke schön. Soufflage, ich wollte sie Isolden, aber können Sie natürlich auch Fatime nennen, die aus Offenbach kommt und aus einer Arbeiterfamilie ist, das Glück haben kann, wenn sie auf eine gute, ausgestattete Gesamtschule kommt, um einigermaßen gute Startbedingungen in ihre schulische Zukunft zu bekommen. Diese Rahmenbedingungen sind ganz wesentlich dafür, dass die 20% von Kinderarmut Betroffenen leider sehr schlechte Aussichten haben, dieser Armutsfalle zu entkommen. Und wir erwarten von dieser Landesregierung, dass sie allen Kindern wirklich gute Bildungsvoraussetzungen schafft. Und dass wir uns heute etwas grundsätzlicher mit den Fragen frühkindlicher Bildung beschäftigen müssen, haben ja auch die Vorrednerinnen deutlich gemacht. Und ich will insbesondere auf den einen Vorredner aus dem parlamentarischen Arm der Rechtsterroristen eingehen. Da scheint eine Familienfreundlichkeit. Entschuldigung, Frau Kollegin, wir waren uns darüber einig gewesen, dass solche Formulierungen hier vom Pult aus nicht gewählt werden. Wir waren uns im Präsidium darüber einig gewesen. Sie haben das Wort. Diese Einigkeit kenne ich nicht, aber es Sie haben ja deutlich gemacht, dass alle Betreuungsanreize, Kita-Betreuungsanreize schlecht für die Familien sind.
Das bedeutet, Ihr Familienbild sieht so aus, Ihre Art von Familienfreundlichkeit sieht so aus, dass Frauen zu Hause bleiben. Und diese Parole Kinderküche, Kirche scheint bei Ihnen immer noch ganz virulent zu sein. Es ist ja auch schon, dass die Hessische Landesregierung einräumt, dass wir hier beachtliche Defizite in der Frage der Kinderbetreuung und der flächendeckenden Versorgung haben und auch an der Orientierung an den Bedarfen der Kinder und der Eltern. Allerdings haben wir auch in der Vorbemerkung der Großen Anfrage lesen können, das übliche Verhalten, dass die Landesregierung hier auf die Kommunen verweist, die ja rechtlich verantwortlich sind. Und so schieben die Kommunen seit Jahren einen riesigen Investitionsstau vor sich her, nicht nur im Bereich der Kitas, und fühlen sich zwischen den steigenden Rechtsansprüchen und Qualitätsvorgaben einerseits und der Kostenfalle andererseits zunehmend aufgerieben. Für diese Diskrepanz sind aber Land und Bund zuständig, weil sie sind ja diejenigen, die die Steuer verteilen an die Kommunen und diese Kommunen nicht vernünftig ausstatten, meine Damen und Herren. Die Ursachen für die heutigen Probleme liegen aber auch schon länger zurück. Die Erkenntnis, dass Kindertagesstätten Bildungseinrichtungen sind und eine wesentliche Voraussetzung für die Überwindung der Diskriminierung von Frauen in der Arbeitswelt, wollte ich Ihnen noch einmal sagen. Das ist bei vielen, insbesondere den westdeutschen Landesregierungen, sehr, sehr langsam diese Erkenntnis gereift. Und wir merken, es gibt da noch eine Menge an Nachholbedarf. Das daraus resultiert auch, dass wir jetzt viel mehr an Kitaplätzen ausbauen müssen, um im internationalen Vergleich auch nicht noch weiter abgehängt zu werden. Dabei muss man konstatieren, es gibt auch durchaus beachtliche Erfolge. Viele Kreise und kreisfreie Städte haben Zuwächse in den vergangenen 10 Jahren bewerkstelligt. Aber wir müssen auch feststellen, dass wir gerade bei der U3-Betreuung von einem sehr niedrigen Niveau kommen. Da braucht man nicht unbedingt stolz auf eine Verdopplung der Kapazitäten sein, wenn immer noch für weniger als 30% der Kinder eine Betreuung möglich werden kann. Wie das mit dem Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr vereinbar ist, davon können Ihnen Zehntausende Eltern leidvoll berichten. Und es ist bedauerlich, dass es immer wieder Bundesprogramme braucht, um den Stein ins Rollen zu bringen. Sie verweisen auf die 360 Millionen €, die in den Ausbau der Kitas seit 2008 geflossen sind. Aber erstens ist es zu wenig, und zweitens sind es wieder vorwiegend Bundesmittel. Wenn die Bundesmittel ausgelaufen sind, reibt sich die Landesregierung die Augen und sagt, huch, wo ist jetzt das Geld? Es gibt aber immer noch ganz viele Kommunen, die haben offene Bedarfe. Dann legen Sie auch einmal ein Landesprogramm vor, endlich. Es ist nicht falsch, aber es ist überfällig und es ist einfach viel zu spät. Hätten Sie den Kommunen das Geld gleich zur Verfügung gestellt, dann wären wir jetzt ein ganzes Stück weiter. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass die Kommunen auf Bundes- und Landesmittel angewiesen sind. Hat nicht zuletzt mit der fortgesetzten Unterfinanzierung der meisten kommunalen Gebietskörperschaften zu tun. Und die Spitzenverbände haben ja sehr eindrücklich vorgerechnet, dass der Anteil an den Betriebskosten der Kitas immer weiter steigt. Nicht zuletzt, weil das Land bei den Pauschalen keine Dynamisierung vorsieht. Und da geht jede Tarifsteigerung und jede inflationsbedingte Preissteigerung direkt vom Konto der Kommune ab oder wird auf die Elternbeiträge umgelegt, wie die Große Anfrage ja auch für 8 hessische Kreise belegt. Letzte Woche haben Sie zwar die Bundesmittel des Gute-Kita-Gesetzes und haben die Pauschalen erhöht, aber wieder keine Dynamisierung ins Gesetz geschrieben. Und kommendes Jahr sind wieder Tarifverhandlungen. Ich drücke jetzt schon den Kolleginnen und Kollegen der Sozial- und Erziehungsberufe ganz kräftig die Daumen für einen guten Tarifabschluss. Ich weiß aber auch als Kommunalpolitiker, dass die Kommunen mangels dieser Dynamisierung dann wieder vor zusätzlichen Kosten stehen werden und so, dass ein Ausbau der Kapazitäten und der Qualität weiter erschwert wird. Deshalb braucht es dringend eine andere Finanzstruktur zwischen Kommunen und Land, damit eine gute Bezahlung für die Beschäftigten und ein schnellerer Kitabau Hand in Hand gehen können.
gibt aber übrigens noch einen Weg, wie man es schafft, dass die Landesregierung und die tragenden schwarz-grünen Fraktionen in die richtige Richtung sich bewegen, öffentliche Proteste. Es ist bezeichnend, meine Damen und Herren, dass die Situation von Familien erst dann ein Thema für die Landesregierung wurde, als sich bei jedem Fototermin des Sozialministers Eltern mit Protestschildern in den Hintergrund stellten. Die Familien in der Krise haben es geschafft, den medialen Fokus auf sich zu lenken und damit die Landesregierung zum Handeln gezwungen. Nur dank der Elternproteste haben sie sich bewegt. Aber auch hier haben sie den einfachsten Weg gesucht. Jede Kita macht, was sie will. Und wenn sie letzte Woche stolz erklären, dass 63,5% der Kinder wieder in die Kita gehen, dann müssen wir doch einmal klarstellen, sehr viele dieser Kinder sind 1,5 bis 3 Stunden pro Woche oder sogar nur alle 2 Wochen in der Betreuung. Das ist doch keine Entlastung der Eltern und schon gar keine Möglichkeit der Erwerbsarbeit. Und dann gibt es bei den Eltern natürlich auch noch andere Befürchtungen. Die Landesregierung hat ja gerade beschlossen, den Betreuungsschlüssel außer Kraft zu setzen. Mit Blick auf die in der letzten Woche beschlossene Aufweichung des Fachkräftegebots, Herr Rock hat ja schon einiges dazu gesagt, stellt sich natürlich schon für uns die Frage, wie lange soll das denn jetzt so bleiben? Kitas sind keine Verwahranstalten, sondern Bildungseinrichtungen. Das setzt eine gute Fachkraft-Kind-Relation voraus. Darauf vertrauen die hessischen Eltern. Und also wann soll dann das Fachkräftegebot in Hessen wieder gelten? Diese und weitere Fragen treiben die Eltern der Krise um. Ich finde es gut, dass sich jetzt mehr Eltern engagieren für eine frühkindliche Bildung. Das ist dringend notwendig. Deshalb gilt mein herzlicher Dank den vielen engagierten Eltern in Hessen, aber natürlich auch den vielen engagierten Kräften in der Kinderbetreuung. Noch wenige Worte am Schluss zur Situation der Horte- und der Ganztagsbetreuung. Der Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung findet natürlich Unterstützung. Wir brauchen aber hier keine Schmalspurbetreuung mit schlecht bezahltem Personal. Wir wollen gut ausgebildete, gute Kräfte haben und nicht wie beim Pakt für den Nachmittag, dass Eltern in Vereinen das selbst organisieren müssen, Eltern eine ganze Menge dazu zuzahlen müssen. Wir brauchen gut ausgerüstete, gut entwickelte Ganztagsschulen, tatsächlich im Profil 3. Nur das ist eine vernünftige und eine sinnvolle umfassende Betreuung und umfassende schulisches Angebot. Und hier bitte ist es notwendig. Satz. Genau, danke schön. Und hier ist es notwendig, dass wir wirklich eine auf lange Sicht gerechte, soziale und fortschrittliche Politik der Generationengerechtigkeit machen. Und dies ist deutlich vielversprechender als der Tanz um die Schuldenbremse. Danke schön.